Stunde der Verpackungskünstler. Ein warmes Kleid für 328 Häuser. Auf dieser Baustelle in Wiesbaden wird eine Rekordmenge an Dämmstoff verbraucht. 55.000 Quadratmeter Fassade werden vermummt. Eine Fläche so groß wie 8 Fußballfelder. Wiesbaden ist nur einer von tausenden ähnlichen Schauplätzen. Ein Land isoliert sich. Es ist eine Riesenverschwendung, wenn wir unsere Häuser nicht isolieren. Damit ein Verbundsystem ist immer problembehaftet. Die nächsten Generationen werden damit umgehen müssen. Es ist eine Baustelle der Superlative. In Wiesbaden bauen die amerikanischen Streitkräfte ihr neues Europa-Hauptquartier. Alle Gebäude werden mit Wärmedämmverbundsystemen isoliert. Auf den ersten Blick ein simpler Vorgang. Die Platten aus Polystyrol sind bereits zugeschnitten. Kleber drauf, Dämmplatte dran, fertig. Der Teufel steckt im Detail. An Türen und Fenstern müssen die Platten millimetergenau angepasst werden. Jeder Spalt, jede Lücke in der Gebäudehülle kann üble Folgen haben. Das erklärt Malermeister Michel seinen Handwerkern immer wieder. Ja, guckst mal hier nach der Materialstärke hier. Ja. Polystyrol ist luftdicht und wasserabweisend. Doch kalte Luft und Feuchtigkeit suchen sich ihren Weg. Selbst durch die kleinste Ritze. Das Wärmedämmverbundsystem muss auf der Fassade in Gänze aufgebracht sein, um Wärmeverlustbrücken zu vermeiden. Jedes Bauteil, das nicht gedämmt ist, erzeugt im Innenbereich eine niedrige Temperatur an der Wandoberfläche. Dadurch gibt es Tauwasserausfall und die Gefahr von Schimmel nimmt deutlich zu. So wie in diesem Mehrfamilienhaus in Köln. Die Wärmedämmung ist nur wenige Wochen alt, als der Ärger beginnt. Rund um die Fenster ist schlampig gearbeitet worden. An den kalten Wandstellen kondensiert Feuchtigkeit. Für Schimmel der perfekte Nährboden. In Wiesbaden achten die Handwerker daher peinlich genau darauf, dass die Fugen dicht sind. Denn durch die Schlitze steigt nicht nur die Schimmelgefahr. Ein Haus verliert an diesen Stellen auch deutlich an Wärme. Der nächste Schritt, die Armierung. Ein Kunststoffnetz soll die Platten zusammenhalten und ihre mechanische Belastbarkeit erhöhen. Denn Polystyrol ist empfindlich. Die Armierung sorgt auch dafür, dass später keine Risse im Putz entstehen. Dämmfieber in Deutschland. Das Gesetz will es so. Seit 2002 gilt die Energieeinsparverordnung. Das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2050 sollen alle Gebäude, alte wie neue, klimaneutral sein. Dafür sollen die Hauseigentümer sorgen. Der Staat will energetische Sanierungen fördern. Woher das Geld dafür kommen soll, darüber streiten Bund und Länder. Deshalb sind Hauseigentümer derzeit an einer möglichst einfachen und billigen Isolierung interessiert. Wärmedämmverbundsysteme bieten genau das, eine preisgünstige Einheitsverpackung. Für viele Architekten ist das ein Albtraum. Christoph Meckler vom Dortmunder Institut für Stadtbaukunst auf dem Weg ins Büro. An der Kronprinzenstraße liebt er die Klinkerfassaden aus den 1920er Jahren. Auf der anderen Straßenseite genau die gleichen Gebäude, aber die Backsteine sind unter einer dicken Lage Wärmedämmung verschwunden. Immer mehr bauhistorisch wertvolle Fassaden werden auf diese Weise energetisch saniert. Je höher die Gas- und Ölpreise, desto dynamischer die Entwicklung. Auch Christoph Meckler ist dafür, Energie zu sparen. Doch historische Fassaden zu vermummen, hält er für kurzsichtig.
Es gibt ja in Deutschland sehr viele große alte Städte aus dem 19. Jahrhundert, dem frühen 20. Jahrhundert, aber auch mittelalterliche Städte, die wir nicht einfach so einpacken können und vor allem nicht in dem Bewusstsein, dass wir in Zukunft ganz andere Möglichkeiten haben werden. Wir zerstören damit nachhaltig die Kultur, die Baukultur in Deutschland. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Ich glaube, kein Franzose und schon gar kein Italiener würde zu solchen Maßnahmen greifen. Und auch die Erfurter würden sich wehren, wollte man ihre historische Altstadt mit Dämmplatten versiegeln. Viele Menschen wollen dieses Kulturerbe schützen. Der Architekt André Spindler ist einer von ihnen. Für das prächtig sanierte Stadtzentrum muss er keinen Einheitslook fürchten. Hier greift der Denkmalschutz. Anders sieht es in manchen Vororten aus. Im Westen der Stadt hat André Spindler vor Jahren dieses Fachwerkhaus fotografiert. Nun steht er am selben Ort. Das historische Gebäude ist nicht mehr wiederzuerkennen. Der Architekt dokumentiert die Verschandelung unserer Heimat, wie er sie nennt. Die Baumeister dieses Bauernhauses würden sich im Grabe umdrehen. Es hat seinen Charme verloren. Man kann als Laie nicht mehr erkennen, dass es ein Fachwerkhaus ist. Jeder soll und möchte Energie einsparen, das ist richtig. Aber jeder hat mit seinem Haus auch einen Beitrag für die Kulturlandschaft zu leisten. Es ist schade, dass diese Kultur verpackt und verloren ist. Im Norden Erfurts steht eine alte Feuerwache. Was hier mit der Backsteinfassade aus der Gründerzeit geschehen ist, stimmt den Architekten tief traurig. Es wäre denkbar gewesen, die Fassade so zu erhalten und Dämmungen an den Stellen, an denen sie tatsächlich gebraucht werden, anzubringen. Zum Beispiel im Dach, an der Unterseite des Dachgeschosses oder auch eine Innendämmung, die diese verzierte Fassade erlebbar belässt. Stattdessen wurden Gauben eingebaut, glasierte Ziegel und Schneefanggitter verwendet. Alles baugeschichtlich falsch und regional völlig untypisch. Nur wenige hundert Meter entfernt, Spindlers vielleicht krassestes Beispiel einer missglückten Sanierung. Ein Klinkerbau aus der Gründerzeit. Das Bauwerk besaß einst Schmuckbögen aus Holz. Das ließ die Fenster größer erscheinen. Heute blicken sie klein und trübe aus der Styroporfassade. So wie Erfurt ergeht es zurzeit Hunderten von Städten. Haus für Haus verändert sich das Gesicht unserer Heimat. In Wismar beschäftigen sich Forscher mit einer ganz anderen Auswirkung der Wärmedämmverbundsysteme. Helmut Fensmer vom Dahlberg-Institut für Bauwerksdiagnostik kann sie vor allem an Nordfassaden leicht nachweisen. Auf der Gebäudehülle wachsen Algen und Pilze. Die Kleinstlebewesen lieben es feucht. Auch auf vermeintlich fleckenlosen Wänden siedeln sie sich an. Besonders bei wärmeisolierten Gebäuden. Das haben der Bauphysiker Fensmer und seine Kollegin Julia von Werder in zahlreichen Versuchen herausgefunden. Kurzwelliges Licht regt das Chlorophyll in den Algen zum Fluoreszieren an. So wird der Wandbelag sichtbar. Ein gedämmtes Gebäude gibt kaum noch Wärme an die Außenwände ab. Die Fassade bleibt dauerfeucht. Algenbewuchs ist nahezu unvermeidbar. Was tun gegen die Algen? Auf dem Dach des Dahlberg-Instituts läuft ein Langzeitexperiment. Unterschiedlich verputzte Wärmedämmplatten sind hier der Witterung ausgesetzt. Nach 3 Jahren werden sie verglichen. Derselbe Versuch als Schnelltest im Labor. Hier soll sich schon nach 3 Monaten zeigen, welche Oberflächen am widerstandsfähigsten gegen Algen sind. Dazu werden die Proben unter Dauerstress gesetzt und das Material anschließend untersucht.
Wie lange bleibt ein Wassertropfen haften? Je länger Tau und Regenwasser auf der Fassade bleiben, desto schneller wachsen Algen und Schimmel. Das Ergebnis macht die Wissenschaftler ratlos. Die unterschiedlichen Außenputze sind alle gleich ungeeignet. Der Tauwassereffekt lässt sich praktisch nicht vermeiden. Der Fehler liegt im System, im Wärmedämmverbundsystem. Die Industrie geht verschiedene Wege. Die einen versuchen, wasserfreundliche Oberflächen zu gestalten, die anderen eben wasserabweisende Oberflächen. Und wir haben feststellen können, dass auf beiden Oberflächen Besiedlungen zustande kommen. Als vermeintliche Lösung bietet die Baustoffindustrie Algizide an. Helmut Fensmer und seine Mitarbeiter lehnen das ab, denn die Chemikalien werden bei Regen ausgewaschen und gelangen in Bäche und Flüsse. Am Solarzentrum in Vito probieren die Wissenschaftler ein ungewöhnliches Verfahren aus. Die Nordwand dieses Gebäudes ist mit Messfühlern durchzogen. Bildet sich Tauwasser, springt eine Fassadenheizung an. Leichter Grünstreifen ist, aber der, denke ich, ist nicht repräsentativ. Weil das ist ein Spritzwasserbereich. Genau. Helmut Fensmer betont, das sei sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn natürlich weiß er um die Ironie der Sache. Dämmplatten sollen Heizenergie sparen. Und hier werden sie selbst beheizt. Da bleibt nur die Hoffnung, vielleicht steht irgendwann genügend Energie aus regenerativen Quellen zur Verfügung, um problematische Materialien zur Wärmedämmung überflüssig zu machen. Vorerst aber boomt es. Das Geschäft mit den Wärmedämmverbundsystemen. Schimmel und Algenbefall sind nicht unsere Schuld, sagen die Hersteller. Zu solchen Schäden komme es nur bei falscher Anbringung. Deswegen beliefern manche Hersteller keine Baumärkte, sondern nur den Fachhandel. Doch egal ob fachmännisch oder laienhaft verbaut, alle Dämmplatten altern. Nach spätestens 30 Jahren, so sagen viele Experten, sind die empfindlichen Werkstoffe reif für den Müll. Bei Polystyrol vermischt mit Klebstoff und Armierungsgewebe kann die Entsorgung aufwendig und teuer werden. Ich halte es einfach für unverantwortlich, dass wir solche Systeme heute einsetzen, wohl wissend, dass sie als Sondermüll entsorgt werden müssen. Und zwar nicht von uns, sondern von unseren Kindern und Kindeskindern. Wir schieben sozusagen die Probleme, die wir heute haben, auf die nächsten Generationen. Das ist nicht fair. Wie könnte die künftige Entsorgung der Wärmedämmverbundsysteme aussehen? Am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising wird schon heute über diese Frage nachgedacht. Die Idee: Lässt sich Polystyrol, das meistverwendete Dämmmaterial, möglicherweise recyceln? Der Chemiker Andreas Meurer macht das Experiment. Ein echtes Polystyrol-Recycling gibt es bislang nicht. Das auf Erdölbasis hergestellte Material wird bestenfalls zu Granulat verarbeitet, als Grundstoff für Plastikblumentöpfe oder Kleiderbügel. Meurers Anlage zersetzt das Polystyrol in seine Bestandteile. Dabei kommt ein speziell entwickeltes Lösungsmittel zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine hochreine Polystyrollösung. Doch die Abfallwirtschaft ist nicht an dem Verfahren interessiert, klagt Andreas Meurer. Sie verdient gut am Sondermüll der Wärmedämmplatten. Erst zahlt der Kunde für den Baustoff, später für die Entsorgung. Und so wird weiter täglich Polystyrol verbrannt und ein kostbarer Rohstoff verschwendet. Man braucht ungefähr 5 Kilo Erdöl, um 1 Kilogramm Polystyrol herzustellen. Wenn wir das recyceln, dann können wir 90% dieser Energie erhalten. Und wenn wir es verbrennen, dann kriegen wir maximal 10% dieser Energie wieder zurück. Und da kommt noch der Putz oben drauf. Aber lässt sich auch typisches, verklebtes Wärmedämmverbundsystem recyceln? Meurers Kollege, der Laborant Martin Schlummer, will dies erstmals versuchen.
Seine Probe ist typischer umweltschädlicher Baustellenabfall. Ein Stück Dämmung, fest verklebt mit dem Armierungsgewebe. Zusammen mit den aufgebrachten Algiziden und Fungiziden ist das Sondermüll. Die Entsorgung würde pro Tonne rund 150 Euro Gebühren kosten. Ein überraschendes Ergebnis. Die Bestandteile lassen sich erstaunlich sauber trennen. Das Kunststoffnetz löst sich problemlos vom Polystyrol. Die Fraunhofer Forscher sind sich sicher, das Verfahren ließe sich auch im großen Maßstab realisieren. Ab 1000 Tonnen jährlich wäre eine Recyclinganlage für Wärmedämmabfälle wirtschaftlich. Den Sondermüll trennen, statt ihn zu verbrennen. Ein guter Gedanke, aber er muss von Politik und Wirtschaft auch angenommen werden. In ein paar Jahren werden diese Abfälle dann massenweise anfallen. Und es wäre schön, wenn man heute in die Forschung investieren würde, um dann technische Lösungen reif entwickelt zu haben, um diese Thematik dann durch Recycling und hochwertige Verwertung lösen zu können. Wärmedämmverbundsysteme, eine Zwischenbilanz. Die Dämmung begünstigt das Wachstum von Algen auf der Fassade. Im Innern des Hauses droht Schimmel. Die Baukultur leidet. Und die Frage der Entsorgung der Dämmstoffe ist ungelöst. Wie steht es nun um die Energieeinsparung? Wiegt sie die Nachteile auf? Die Industrie spricht von Energieeinsparung von bis zu 60%. Das heißt, es sagt eigentlich gar nichts aus, weil sie wissen nicht, von was hier eigentlich die Rede ist. Wenn Sie ein Sperrholzhaus haben, mag es sein, dass Sie sogar 100% Energieeinsparung durch die Fassade haben, wenn Sie nur dick genug Wärmedämmung drauf machen. Sie brauchen einen Bauphysiker, der Ihnen erstmal sagt, wie sind denn meine Wärmeverluste in der Außenwand? Und dann können Sie davon sprechen, wie viel Einsparung Sie denn wirklich über die Wärmedämmung haben. Was bringt die energetische Sanierung? Der Energieberater Oliver Gebhardt kann diese Frage beantworten. Das Wärmebild eines frisch gedämmten Hauses im hessischen Taunusstein. Die blauen Flächen zeigen, hier strahlt das Haus nur wenig Wärme ab. An den roten Stellen geht Wärme verloren. Deutlich erkennbar ist der Unterschied. Das Haus heute und vor der Sanierung. Die Wärmebildkamera liefert nur erste Indizien. Wie dicht das Haus wirklich verpackt ist, will der Energieberater mit einem sogenannten Blower-Door-Test herausfinden. Dafür müssen alle Türen und Fenster geschlossen bleiben. Bis auf eine. Hier wird Oliver Gebhardt später einen Ventilator einbauen. Das Gerät soll im Haus einen Unterdruck erzeugen und so helfen, undichte Stellen aufzuspüren. Der Eigentümer hat das Haus mit Polystyrol von außen gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon da Wahnsinn. Müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf. Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Das sollte im Blindschloss rein. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann können wir wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Eine ungedämmte Geschossdecke. Was macht das schon aus? Mit der Nebelmaschine macht Oliver Gebhardt den Energieverlust sichtbar.
Durch die undichte Decke im Obergeschoss zieht der Rauch unters Dach. Genau das Gleiche geschieht an kühlen Tagen mit großen Mengen der Heizwärme im Haus. Sie steigt nach oben und entweicht in die Atmosphäre. Die Fassadendämmung ändert daran nichts. Berechnungen des Bundesbauministeriums zeigen, wo bei Gebäuden das meiste Einsparpotenzial besteht. Das Beispiel: eine unsanierte Doppelhaushälfte von 1972. Wo geht Energie verloren? Am meisten durch die Heizungsanlage, 24%. Die oberste Geschossdecke, 22%. Die Außenwände sorgen nur für 14% der Energieverluste. Kaum mehr als die Warmwasserbereitung oder die Fenster. Wenn ich nun sehe, dass diese Fassaden überhaupt nur 14-17% vielleicht an Energieverlusten für das Gesamtbauwerk ausmachen, dann muss ich einfach sagen, gehe ich mit der Fassade in der Sanierung vorsichtig um und nutze erstmal die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, um Energie einzusparen. Wir sollten dort etwas tun, wo wir wirklich schon hervorragende Ergebnisse haben. Und das liegt eben nicht in dem Bereich der Außenfassade. Erste Modellprojekte für vorbildliche Sanierung gibt es bereits. Ein Beispiel: der ehemalige Fliegerhorst in Bad Aibling. Aus einer Geisterstadt soll hier die Energiesparsiedlung der Zukunft entstehen. Die alten Kasernen werden aufwendig saniert. Dabei kommen konventionelle Wärmedämmverbundsysteme zum Einsatz, aber auch alternative Dämmmethoden. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Das Ziel: eine Null-Energiesiedlung. Die Architektin Martina Klingele erklärt einer Interessentin die neuartige Holzfassade. Sie besteht aus Fertigelementen, die vor das alte Mauerwerk gesetzt werden. Die Fassade wirkt nicht nur wärmedämmend, sondern enthält sogar eine Wandheizung, die für ein behagliches Raumklima sorgt. Gespeist wird sie von Solarzellen auf dem Dach. Das Wärmedämmverbundsystem oder überhaupt die Fassadendämmung ist natürlich nur ein Baustein in dem Ganzen. Damit können Sie die Wärmeverluste reduzieren, die Transmissionswärmeverluste. Sie müssen aber darüber hinaus auch dafür sorgen, dass Sie eine effiziente Verteilung im Gebäude haben, eine effiziente Gebäudetechnik. Und Sie brauchen auch einen effizienten Energieerzeuger. Ein vielschichtiges Gesamtkonzept also, das nur durch gezielten Technikeinsatz gelingen kann. Alle Gebäude besitzen Lüftungsanlagen. Die Häuser sind thermisch so gut isoliert, dass der Luftaustausch künstlich hergestellt werden muss. Hausmeister Hans Wenig hat alle Hände voll zu tun, um den Betrieb der Anlagen zu überwachen. Regelmäßig wechselt er die Filter der Belüftung. Sie dürfen nicht verkeimen. Das Herz des Systems: die Wärmerückgewinnungsanlage im Keller. Sie sorgt dafür, dass verbrauchte warme Luft die von außen zugeführte Frischluft erwärmt. Denn wer in einem gut gedämmten Haus regelmäßig lüftet, um der Schimmelbildung vorzubeugen, verschwendet viel Heizenergie. Nur mit ständiger Kontrolle und Wartung kann das Null-Energie-Konzept aufgehen. Das gilt auch für die Technik zur Stromerzeugung. Ein Photovoltaikfeld mit 2000 Quadratmetern Kollektorfläche wird schon bald bis zu 2 Megawatt Leistung liefern. Gleich daneben eine Plantage aus Pappeln und Weiden. Auch sie wird der Energieerzeugung dienen. Das Holz soll künftig alljährlich für eine komplette Heizperiode reichen. Und hier wird es verfeuert, in der Holzschnitzelheizung am Rande der Wohnanlage. Das Mini-Kraftwerk kann das Gelände über ein Nahwärmenetz mit Heizenergie versorgen. 16 Gebäude mit insgesamt 25.000 Quadratmetern Wohnfläche.
Mit dieser Anlage soll der Wohnpark von Heizenergielieferungen von außen unabhängig werden. Doch wie gut passen die einzelnen Maßnahmen zusammen? Funktioniert der Energiesparmix? Wissenschaftler der Hochschule Rosenheim prüfen, ob die Realität der Planung entspricht. Monitoring nennen sie das. Hier durchmessen sie die Lüftungsanlage. Ich würde mir wünschen, dass es eine Kultur gibt, etwas mehr Monitoring zu machen. Das muss ja nicht das ganz große Kino mit viel Geld sein. Aber das Überprüfen von Anlagen im Betrieb ist eine ganz große Chance, Energie einzusparen. In der Zentrale der Heizungsanlage laufen über 2000 Messpunkte zusammen. Hier wird sich zeigen, welche Methoden der Dämmung und der Energieerzeugung am besten funktionieren. Sag mir nochmal die Zählernummer, die wir hatten. 58. Bei energetischen Sanierungen lassen sich Wärmedämmverbundsysteme häufig nicht umgehen. Anders bei Neubauten. Hier gibt es bereits nachhaltigere Lösungen wie wärmedämmende Ziegel. Daher wollen manche Architekten Polystyrolplatten bei Neubauten verbieten lassen. Ob alt oder Neubau, die Dämmung sollte dauerhaft sein. Denn Gebäude sind ebenso wie Energie eine wertvolle Ressource. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sparsam damit umgehen. Und sparsam gehen wir nur dann mit unseren Häusern um, wenn diese Häuser auch in den nächsten Generationen noch genutzt werden können, ohne dass wir sie dauernd komplett sanieren müssen oder gar abreißen müssen. Stunde der Verpackungskünstler. Ein warmes Kleid für 328 Häuser. Auf dieser Baustelle in Wiesbaden wird eine Rekordmenge an Dämmstoff verbraucht. 55.000 Quadratmeter Fassade werden vermummt. Eine Fläche so groß wie 8 Fußballfelder. Wiesbaden ist nur einer von tausenden ähnlichen Schauplätzen. Ein Land isoliert sich. Es ist eine Riesenverschwendung, wenn wir unsere Häuser nicht isolieren. Wärmedämmverbundsystem ist immer problembehaftet. Die nächsten Generationen werden damit umgehen müssen. Es ist eine Baustelle der Superlative. In Wiesbaden bauen die amerikanischen Streitkräfte ihr neues Europa-Hauptquartier. Alle Gebäude werden mit Wärmedämmverbundsystemen isoliert. Auf den ersten Blick ein simpler Vorgang. Die Platten aus Polystyrol sind bereits zugeschnitten. Kleber drauf, Dämmplatte dran, fertig. Der Teufel steckt im Detail. An Türen und Fenstern müssen die Platten millimetergenau angepasst werden. Jeder Spalt, jede Lücke in der Gebäudehülle kann üble Folgen haben. Das erklärt Malermeister Michel seinen Handwerkern immer wieder. Ja, guckst mal hier nach der Materialstärke hier. Ja. Polystyrol ist luftdicht und wasserabweisend. Doch kalte Luft und Feuchtigkeit suchen sich ihren Weg. Selbst durch die kleinste Ritze. Das Wärmedämmverbundsystem muss auf der Fassade in Gänze aufgebracht sein, um Wärmeverlustbrücken zu vermeiden. Jedes Bauteil, das nicht gedämmt ist, erzeugt im Innenbereich eine niedrige Temperatur an der Wandoberfläche. Dadurch gibt es Tauwasserausfall und die Gefahr von Schimmel nimmt deutlich zu. So wie in diesem Mehrfamilienhaus in Köln. Die Wärmedämmung ist nur wenige Wochen alt, als der Ärger beginnt.
Rund um die Fenster ist schlampig gearbeitet worden. An den kalten Wandstellen kondensiert Feuchtigkeit. Für Schimmel der perfekte Nährboden. In Wiesbaden achten die Handwerker daher peinlich genau darauf, dass die Fugen dicht sind. Denn durch die Schlitze steigt nicht nur die Schimmelgefahr. Ein Haus verliert an diesen Stellen auch deutlich an Wärme. Der nächste Schritt, die Armierung. Ein Kunststoffnetz soll die Platten zusammenhalten und ihre mechanische Belastbarkeit erhöhen. Denn Polystyrol ist empfindlich. Die Armierung sorgt auch dafür, dass später keine Risse im Putz entstehen. Dämmfieber in Deutschland. Das Gesetz will es so. Seit 2002 gilt die Energieeinsparverordnung. Das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2050 sollen alle Gebäude, alte wie neue, klimaneutral sein. Dafür sollen die Hauseigentümer sorgen. Der Staat will energetische Sanierungen fördern. Woher das Geld dafür kommen soll, darüber streiten Bund und Länder. Deshalb sind Hauseigentümer derzeit an einer möglichst einfachen und billigen Isolierung interessiert. Wärmedämmverbundsysteme bieten genau das, eine preisgünstige Einheitsverpackung. Für viele Architekten ist das ein Albtraum. Christoph Meckler vom Dortmunder Institut für Stadtbaukunst auf dem Weg ins Büro. An der Kronprinzenstraße liebt er die Klinkerfassaden aus den 1920er Jahren. Auf der anderen Straßenseite genau die gleichen Gebäude, aber die Backsteine sind unter einer dicken Lage Wärmedämmung verschwunden. Immer mehr bauhistorisch wertvolle Fassaden werden auf diese Weise energetisch saniert. Je höher die Gas- und Ölpreise, desto dynamischer die Entwicklung. Auch Christoph Meckler ist dafür, Energie zu sparen. Doch historische Fassaden zu vermummen, hält er für kurzsichtig. Es gibt ja in Deutschland sehr viele große, alte Städte aus dem 19. Jahrhundert, dem frühen 20. Jahrhundert, aber auch mittelalterliche Städte, die wir nicht einfach so einpacken können und vor allem nicht in dem Bewusstsein, dass wir in Zukunft ganz andere Möglichkeiten haben werden. Wir zerstören damit nachhaltig die Kultur, die Baukultur in Deutschland. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Ich glaube, kein Franzose und schon gar kein Italiener würde zu solchen Maßnahmen greifen. Und auch die Erfurter würden sich wehren, wollte man ihre historische Altstadt mit Dämmplatten versiegeln. Viele Menschen wollen dieses Kulturerbe schützen. Der Architekt André Spindler ist einer von ihnen. Für das prächtig sanierte Stadtzentrum muss er keinen Einheitslook fürchten. Hier greift der Denkmalschutz. Anders sieht es in manchen Vororten aus. Im Westen der Stadt hat André Spindler vor Jahren dieses Fachwerkhaus fotografiert. Nun steht er am selben Ort. Das historische Gebäude ist nicht mehr wiederzuerkennen. Der Architekt dokumentiert die Verschandelung unserer Heimat, wie er sie nennt. Die Baumeister dieses Bauernhauses würden sich im Grabe umdrehen. Es hat seinen Charme verloren. Man kann als Laie nicht mehr erkennen, dass es ein Fachwerkhaus ist. Jeder soll und möchte Energie einsparen, das ist richtig. Aber jeder hat mit seinem Haus auch einen Beitrag für die Kulturlandschaft zu leisten. Es ist schade, dass diese Kultur verpackt und verloren ist. Im Norden Erfurts steht eine alte Feuerwache. Was hier mit der Backsteinfassade aus der Gründerzeit geschehen ist, stimmt den Architekten tief traurig. Es wäre denkbar gewesen, die Fassade so zu erhalten und Dämmungen an den Stellen, an denen sie tatsächlich gebraucht werden, anzubringen. Zum Beispiel im Dach, an der Unterseite des Dachgeschosses oder auch eine Innendämmung, die diese verzierte Fassade erlebbar belässt.
Stattdessen wurden Gauben eingebaut, glasierte Ziegel und Schneefanggitter verwendet. Alles baugeschichtlich falsch und regional völlig untypisch. Nur wenige hundert Meter entfernt, Spindlers vielleicht krassestes Beispiel einer missglückten Sanierung. Ein Klinkerbau aus der Gründerzeit. Das Bauwerk besaß einst Schmuckbögen aus Holz. Das ließ die Fenster größer erscheinen. Heute blicken sie klein und trübe aus der Styroporfassade. So wie Erfurt ergeht es zurzeit Hunderten von Städten. Haus für Haus verändert sich das Gesicht unserer Heimat. In Wismar beschäftigen sich Forscher mit einer ganz anderen Auswirkung der Wärmedämmverbundsysteme. Helmut Fensmer vom Dahlberg-Institut für Bauwerksdiagnostik kann sie vor allem an Nordfassaden leicht nachweisen. Auf der Gebäudehülle wachsen Algen und Pilze. Die Kleinstlebewesen lieben es feucht. Auch auf vermeintlich fleckenlosen Wänden siedeln sie sich an. Besonders bei wärmeisolierten Gebäuden. Das haben der Bauphysiker Fensmer und seine Kollegin Julia von Werder in zahlreichen Versuchen herausgefunden. Kurzwelliges Licht regt das Chlorophyll in den Algen zum Fluoreszieren an. So wird der Wandbelag sichtbar. Ein gedämmtes Gebäude gibt kaum noch Wärme an die Außenwände ab. Die Fassade bleibt dauerfeucht. Algenbewuchs ist nahezu unvermeidbar. Was tun gegen die Algen? Auf dem Dach des Dahlberg-Instituts läuft ein Langzeitexperiment. Unterschiedlich verputzte Wärmedämmplatten sind hier der Witterung ausgesetzt. Nach 3 Jahren werden sie verglichen. Derselbe Versuch als Schnelltest im Labor. Hier soll sich schon nach 3 Monaten zeigen, welche Oberflächen am widerstandsfähigsten gegen Algen sind. Dazu werden die Proben unter Dauerstress gesetzt und das Material anschließend untersucht. Wie lange bleibt ein Wassertropfen haften? Je länger Tau und Regenwasser auf der Fassade bleiben, desto schneller wachsen Algen und Schimmel. Das Ergebnis macht die Wissenschaftler ratlos. Die unterschiedlichen Außenputze sind alle gleich ungeeignet. Der Tauwassereffekt lässt sich praktisch nicht vermeiden. Der Fehler liegt im System, im Wärmedämmverbundsystem. Die Industrie geht verschiedene Wege. Die einen versuchen, wasserfreundliche Oberflächen zu gestalten, die anderen eben wasserabweisende Oberflächen. Und wir haben feststellen können, dass auf beiden Oberflächen Besiedlungen zustande kommen. Als vermeintliche Lösung bietet die Baustoffindustrie Algizide an. Helmut Fensmer und seine Mitarbeiter lehnen das ab, denn die Chemikalien werden bei Regen ausgewaschen und gelangen in Bäche und Flüsse. Am Solarzentrum in Vito probieren die Wissenschaftler ein ungewöhnliches Verfahren aus. Die Nordwand dieses Gebäudes ist mit Messfühlern durchzogen. Bildet sich Tauwasser, springt eine Fassadenheizung an. Helmut Fensmer betont, das sei sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn natürlich weiß er um die Ironie der Sache. Dämmplatten sollen Heizenergie sparen. Und hier werden sie selbst beheizt. Da bleibt nur die Hoffnung, vielleicht steht irgendwann genügend Energie aus regenerativen Quellen zur Verfügung, um problematische Materialien zur Wärmedämmung überflüssig zu machen. Vorerst aber boomt es. Das Geschäft mit den Wärmedämmverbundsystemen. Schimmel und Algenbefall sind nicht unsere Schuld, sagen die Hersteller. Zu solchen Schäden komme es nur bei falscher Anbringung. Deswegen beliefern manche Hersteller keine Baumärkte, sondern nur den Fachhandel.
Doch egal ob fachmännisch oder laienhaft verbaut, alle Dämmplatten altern. Nach spätestens 30 Jahren, so sagen viele Experten, sind die empfindlichen Werkstoffe reif für den Müll. Bei Polystyrol vermischt mit Klebstoff und Armierungsgewebe kann die Entsorgung aufwendig und teuer werden. Ich halte es einfach für unverantwortlich, dass wir solche Systeme heute einsetzen, wohl wissend, dass sie als Sondermüll entsorgt werden müssen. Und zwar nicht von uns, sondern von unseren Kindern und Kindeskindern. Wir schieben sozusagen die Probleme, die wir heute haben, auf die nächsten Generationen. Ist nicht fair. Wie könnte die künftige Entsorgung der Wärmedämmverbundsysteme aussehen? Am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising wird schon heute über diese Frage nachgedacht. Die Idee: Lässt sich Polystyrol, das meistverwendete Dämmmaterial, möglicherweise recyceln? Der Chemiker Andreas Meurer macht das Experiment. Ein echtes Polystyrol-Recycling gibt es bislang nicht. Das auf Erdölbasis hergestellte Material wird bestenfalls zu Granulat verarbeitet, als Grundstoff für Plastikblumentöpfe oder Kleiderbügel. Meurers Anlage zersetzt das Polystyrol in seine Bestandteile. Dabei kommt ein speziell entwickeltes Lösungsmittel zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine hochreine Polystyrollösung. Doch die Abfallwirtschaft ist nicht an dem Verfahren interessiert, klagt Andreas Meurer. Sie verdient gut am Sondermüll der Wärmedämmplatten. Erst zahlt der Kunde für den Baustoff, später für die Entsorgung. Und so wird weiter täglich Polystyrol verbrannt und ein kostbarer Rohstoff verschwendet. Man braucht ungefähr 5 Kilo Erdöl, um 1 Kilogramm Polystyrol herzustellen. Wenn wir das recyceln, dann können wir 90% dieser Energie erhalten. Und wenn wir es verbrennen, dann kriegen wir maximal 10% dieser Energie wieder zurück. Und da kommt noch der Putz oben drauf. Aber lässt sich auch typisches, verklebtes Wärmedämmverbundsystem recyceln? Meurers Kollege, der Laborant Martin Schlummer, will dies erstmals versuchen. Seine Probe ist typischer umweltschädlicher Baustellenabfall. Ein Stück Dämmung, fest verklebt mit dem Armierungsgewebe. Zusammen mit den aufgebrachten Algiziden und Fungiziden ist das Sondermüll. Die Entsorgung würde pro Tonne rund 150 Euro Gebühren kosten. Ein überraschendes Ergebnis. Die Bestandteile lassen sich erstaunlich sauber trennen. Das Kunststoffnetz löst sich problemlos vom Polystyrol. Die Fraunhofer Forscher sind sich sicher, das Verfahren ließe sich auch im großen Maßstab realisieren. Ab 1000 Tonnen jährlich wäre eine Recyclinganlage für Wärmedämmabfälle wirtschaftlich. Den Sondermüll trennen, statt ihn zu verbrennen. Ein guter Gedanke, aber er muss von Politik und Wirtschaft auch angenommen werden. In ein paar Jahren werden diese Abfälle dann massenweise anfallen. Und es wäre schön, wenn man heute in die Forschung investieren würde, um dann technische Lösungen reif entwickelt zu haben, um diese Thematik dann durch Recycling und hochwertige Verwertung lösen zu können. Wärmedämmverbundsysteme, eine Zwischenbilanz. Die Dämmung begünstigt das Wachstum von Algen auf der Fassade. Im Innern des Hauses droht Schimmel. Die Baukultur leidet. Und die Frage der Entsorgung der Dämmstoffe ist ungelöst. Wie steht es nun um die Energieeinsparung? Wiegt sie die Nachteile auf? Die Industrie spricht von Energieeinsparung von bis zu 60%. Das heißt, es sagt eigentlich gar nichts aus, weil sie wissen nicht,
von was hier eigentlich die Rede ist. Wenn Sie ein Sperrholzhaus haben, mag es sein, dass Sie sogar 100% Energieeinsparung durch die Fassade haben, wenn Sie nur dick genug Wärmedämmung drauf machen. Sie brauchen einen Bauphysiker, der Ihnen erstmal sagt, wie sind denn meine Wärmeverluste in der Außenwand? Und dann können Sie davon sprechen, wie viel Einsparung Sie denn wirklich über die Wärmedämmung haben. Was bringt die energetische Sanierung? Der Energieberater Oliver Gebhardt kann diese Frage beantworten. Das Wärmebild eines frisch gedämmten Hauses im hessischen Taunusstein. Die blauen Flächen zeigen, hier strahlt das Haus nur wenig Wärme ab. An den roten Stellen geht Wärme verloren. Deutlich erkennbar ist der Unterschied. Das Haus heute und vor der Sanierung. Die Wärmebildkamera liefert nur erste Indizien. Wie dicht das Haus wirklich verpackt ist, will der Energieberater mit einem sogenannten Blower-Door-Test herausfinden. Dafür müssen alle Türen und Fenster geschlossen bleiben. Bis auf eine. Hier wird Oliver Gebhardt später einen Ventilator einbauen. Das Gerät soll im Haus einen Unterdruck erzeugen und so helfen, undichte Stellen aufzuspüren. Der Eigentümer hat das Haus mit Polystyrol von außen gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon da Wahnsinn. Müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf. Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Das sollte ein Blindschloss rein. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann kann man wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Eine ungedämmte Geschossdecke. Was macht das schon aus? Mit der Nebelmaschine macht Oliver Gebhardt den Energieverlust sichtbar. Durch die undichte Decke im Obergeschoss zieht der Rauch unters Dach. Genau das Gleiche geschieht an kühlen Tagen mit großen Mengen der Heizwärme im Haus. Sie steigt nach oben und entweicht in die Atmosphäre. Die Fassadendämmung ändert daran nichts. Berechnungen des Bundesbauministeriums zeigen, wo bei Gebäuden das meiste Einsparpotenzial besteht. Das Beispiel: eine unsanierte Doppelhaushälfte von 1972. Wo geht Energie verloren? Am meisten durch die Heizungsanlage, 24%. Die oberste Geschossdecke 22%. Die Außenwände sorgen nur für 14% der Energieverluste. Kaum mehr als die Warmwasserbereitung oder die Fenster. Wenn ich nun sehe, dass diese Fassaden überhaupt nur 14-17% vielleicht an Energieverlusten für das Gesamtbauwerk ausmachen, dann muss ich einfach sagen, gehe ich mit der Fassade in der Sanierung vorsichtig um und nutze erstmal die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, um Energie einzusparen. Wir sollten dort etwas tun, wo wir wirklich schon hervorragende Ergebnisse haben. Und das liegt eben nicht in dem Bereich der Außenfassade. Erste Modellprojekte für vorbildliche Sanierung gibt es bereits. Ein Beispiel: der ehemalige Fliegerhorst in Bad Aibling. Aus einer Geisterstadt soll hier die Energiesparsiedlung der Zukunft entstehen. Der Unterschied: das Haus heute und vor der Sanierung.
Die Wärmebildkamera liefert nur erste Indizien. Wie dicht das Haus wirklich verpackt ist, will der Energieberater mit einem sogenannten Blower-Door-Test herausfinden. Dafür müssen alle Türen und Fenster geschlossen bleiben. Bis auf eine. Hier wird Oliver Gebhardt später einen Ventilator einbauen. Das Gerät soll im Haus einen Unterdruck erzeugen und so helfen, undichte Stellen aufzuspüren. Der Eigentümer hat das Haus mit Polystyrol von außen gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon da Wahnsinn. Müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf. Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Das sollte ein Blindschloss rein. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann kann man wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Eine ungedämmte Geschossdecke. Was macht das schon aus? Mit der Nebelmaschine macht Oliver Gebhardt den Energieverlust sichtbar. Durch die undichte Decke im Obergeschoss zieht der Rauch unters Dach. Genau das Gleiche geschieht an kühlen Tagen mit großen Mengen der Heizwärme im Haus. Sie steigt nach oben und entweicht in die Atmosphäre. Die Fassadendämmung ändert daran nichts. Berechnungen des Bundesbauministeriums zeigen, wo bei Gebäuden das meiste Einsparpotenzial besteht. Das Beispiel: eine unsanierte Doppelhaushälfte von 1972. Wo geht Energie verloren? Am meisten durch die Heizungsanlage, 24%. Die oberste Geschossdecke, 22%. Die Außenwände sorgen nur für 14% der Energieverluste. Kaum mehr. Erstmal sagt, wie sind denn meine Wärmeverluste in der Außenwand? Und dann können Sie davon sprechen, wie viel Einsparungen Sie denn wirklich über die Wärmedämmung haben. Was bringt die energetische Sanierung? Der Energieberater Oliver Gebhardt kann diese Frage beantworten. Das Wärmebild eines frisch gedämmten Hauses im hessischen Taunusstein. Die blauen Flächen zeigen, hier strahlt das Haus nur wenig Wärme ab. An den roten Stellen geht Wärme verloren. Deutlich erkennbar ist der Unterschied. Das Haus heute und vor der Sanierung. Die Wärmebildkamera liefert nur erste Indizien. Wie dicht das Haus wirklich verpackt ist, will der Energieberater mit einem sogenannten Blower-Door-Test herausfinden. Dafür müssen alle Türen und Fenster geschlossen bleiben. Bis auf eine. Hier wird Oliver Gebhardt später einen Ventilator einbauen. Das Gerät soll im Haus einen Unterdruck erzeugen und so helfen, undichte Stellen aufzuspüren. Der Eigentümer hat das Haus mit Polystyrol von außen gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Da müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf.
Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Da sollte ein Blindschloss rein. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann kann man wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Eine ungedämmte Geschossdecke. Was macht das schon aus? Mit der Nebelmaschine macht Oliver Gebhardt den Energieverlust sichtbar. Durch die undichte Decke im Obergeschoss zieht der Rauch unters Dach. Genau das Gleiche geschieht an kühlen Tagen mit großen Mengen der Heizwärme im Haus. Sie steigt nach oben und entweicht. Gewesen, die Fassade so zu erhalten und Dämmungen an den Stellen, an denen sie tatsächlich gebraucht werden, anzubringen. Zum Beispiel im Dach, an der Unterseite des Dachgeschosses oder auch eine Innendämmung, die diese verzierte Fassade erlebbar belässt. Stattdessen wurden Gauben eingebaut, glasierte Ziegel und Schneefanggitter verwendet. Alles baugeschichtlich falsch und regional völlig untypisch. Nur wenige hundert Meter entfernt, Spindlers vielleicht krassestes Beispiel einer missglückten Sanierung. Ein Klinkerbau aus der Gründerzeit. Das Bauwerk besaß einst Schmuckbögen aus Holz. Das ließ die Fenster größer erscheinen. Heute blicken sie klein und trübe aus der Styroporfassade. So wie Erfurt ergeht es zurzeit Hunderten von Städten. Haus für Haus verändert sich das Gesicht unserer Heimat. In Wismar beschäftigen sich Forscher mit einer ganz anderen Auswirkung der Wärmedämmverbundsysteme. Helmut Fensmer vom Dahlberg-Institut für Bauwerksdiagnostik kann sie vor allem an Nordfassaden leicht nachweisen. Auf der Gebäudehülle wachsen Algen und Pilze. Die Kleinstlebewesen lieben es feucht. Auch auf vermeintlich fleckenlosen Wänden siedeln sie sich an. Besonders bei wärmeisolierten Gebäuden. Das haben der Bauphysiker Fensmer und seine Kollegin Julia von Werder in zahlreichen Versuchen herausgefunden. Kurzwelliges Licht regt das Chlorophyll in den Algen zum Fluoreszieren an. So wird der Wandbelag sichtbar. Ein gedämmtes Gebäude gibt kaum noch Wärme an die Außenwände ab. Die Fassade bleibt dauerfeucht. Algenbewuchs ist nahezu unvermeidbar. Was tun gegen die Algen? Auf dem Dach des Dahlberg-Instituts läuft ein Langzeitexperiment. Unterschiedlich verputzte Wärmedämmplatten sind hier der Witterung ausgesetzt. Nach 3 Jahren werden sie verglichen. Derselbe Versuch als Schnelltest im Labor. Hier soll sich schon nach 3 Monaten zeigen, welche Oberflächen am widerstandsfähigsten gegen Algen sind. Dazu werden die Proben unter Dauerstress gesetzt und das Material anschließend untersucht. Wie lange bleibt ein Wassertropfen haften? Je länger Tau und Regenwasser auf der Fassade bleiben, desto schneller. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon da Wahnsinn. Da müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf. Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Das sollte ein Blindschloss rein. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann kann man wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Eine ungedämmte Geschossdecke. Was macht das schon aus?
Mit der Nebelmaschine macht Oliver Gebhardt den Energieverlust sichtbar. Durch die undichte Decke im Obergeschoss zieht der Rauch unters Dach. Genau das Gleiche geschieht an kühlen Tagen mit großen Mengen der Heizwärme im Haus. Sie steigt nach oben und entweicht in die Atmosphäre. Die Fassadendämmung ändert daran nichts. Berechnungen des Bundesbauministeriums zeigen, wo bei Gebäuden das meiste Einsparpotenzial besteht. Das Beispiel: eine unsanierte Doppelhaushälfte von 1972. Wo geht Energie verloren? Am meisten durch die Heizungsanlage, 24%. Die oberste Geschossdecke, 22%. Die Außenwände sorgen nur für 14% der Energieverluste. Kaum mehr als die Warmwasserbereitung oder die Fenster. Wenn ich nun sehe, dass diese Fassaden überhaupt nur 14-17% vielleicht an Energieverlusten für das Gesamtbauwerk ausmachen, dann muss ich einfach sagen, gehe ich mit der Fassade in der Sanierung vorsichtig um und nutze erstmal die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, um Energie einzusparen. Wir sollten dort etwas tun, wo wir wirklich schon hervorragende Ergebnisse haben. Und das liegt eben nicht in dem Bereich der Außenfassade. Erste Modellprojekte für vorbildliche Sanierung gibt es bereits. Ein Beispiel: der ehemalige Fliegerhorst in Bad Aibling. Aus einer Geisterstadt soll hier die Energiesparsiedlung der... Auch mittelalterliche Städte, die wir nicht einfach so einpacken können und vor allem nicht in dem Bewusstsein, dass wir in Zukunft ganz andere Möglichkeiten haben werden. Wir zerstören damit nachhaltig die Kultur, die Baukultur in Deutschland. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Ich glaube, kein Franzose und schon gar kein Italiener würde zu solchen Maßnahmen greifen. Und auch die Erfurter würden sich wehren, wollte man ihre historische Altstadt mit Dämmplatten versiegeln. Viele Menschen wollen dieses Kulturerbe schützen. Der Architekt André Spindler ist einer von ihnen. Für das prächtig sanierte Stadtzentrum muss er keinen Einheitslook fürchten. Hier greift der Denkmalschutz. Anders sieht es in manchen Vororten aus. Im Westen der Stadt hat André Spindler vor Jahren dieses Fachwerkhaus fotografiert. Nun steht er am selben Ort. Das historische Gebäude ist nicht mehr wiederzuerkennen. Der Architekt dokumentiert die Verschandelung unserer Heimat, wie er sie nennt. Die Baumeister dieses Bauernhauses würden sich im Grabe umdrehen. Es hat seinen Charme verloren. Man kann als Laie nicht mehr erkennen, dass es ein Fachwerkhaus ist. Jeder soll und möchte Energie einsparen, das ist richtig. Aber jeder hat mit seinem Haus auch einen Beitrag für die Kulturlandschaft zu leisten. Es ist schade, dass diese Kultur verpackt und verloren ist. Im Norden Erfurts steht eine alte Feuerwache. Was hier mit der Backsteinfassade aus der Gründerzeit geschehen ist, stimmt den Architekten tief traurig. Es wäre denkbar gewesen, die Fassade so zu erhalten und Dämmungen an den Stellen, an denen sie tatsächlich gebraucht werden, anzubringen. Zum Beispiel im Dach, an der Unterseite des Dachgeschosses oder auch eine Innendämmung, die diese verzierte Fassade erlebbar belässt. Stattdessen wurden Gauben eingebaut, glasierte Ziegel und Schneefanggitter verwendet. Alles baugeschichtlich falsch und regional völlig untypisch. Nur wenige hundert Meter entfernt Spindlers vielleicht krassestes Beispiel einer missglückten Sanierung. Ein Klinkerbau aus der Gründerzeit. Das Bauwerk besaß einst Schmuckbögen aus Holz. Das ließ die Fenster größer erscheinen. Heute blicken sie klein und trübe aus der Styroporfassade. So wie Erfurt ergeht es zurzeit Hunderten von Städten. Haus für Haus verändert sich das Gesicht auf. Die
Industrie spricht von Energieeinsparungen von bis zu 60%. Das heißt, es sagt eigentlich gar nichts aus, weil sie wissen nicht, von was hier eigentlich die Rede ist. Wenn Sie ein Sperrholzhaus haben, mag es sein, dass Sie sogar 100% Energieeinsparung durch die Fassade haben, wenn Sie nur dick genug Wärmedämmung drauf machen. Sie brauchen einen Bauphysiker, der Ihnen erstmal sagt, wie sind denn meine Wärmeverluste in der Außenwand? Und dann können Sie davon sprechen, wie viel Einsparung Sie denn wirklich über die Wärmedämmung haben. Was bringt die energetische Sanierung? Der Energieberater Oliver Gebhardt kann diese Frage beantworten. Das Wärmebild eines frisch gedämmten Hauses im hessischen Taunusstein. Die blauen Flächen zeigen, hier strahlt das Haus nur wenig Wärme ab. An den roten Stellen geht Wärme verloren. Deutlich erkennbar ist der Unterschied. Das Haus heute und vor der Sanierung. Die Wärmebildkamera liefert nur erste Indizien. Wie dicht das Haus wirklich verpackt ist, will der Energieberater mit einem sogenannten Blower-Door-Test herausfinden. Dafür müssen alle Türen und Fenster geschlossen bleiben. Bis auf eine. Hier wird Oliver Gebhardt später einen Ventilator einbauen. Das Gerät soll im Haus einen Unterdruck erzeugen und so helfen, undichte Stellen aufzuspüren. Der Eigentümer hat das Haus mit Polystyrol von außen gedämmt und die Fenster ausgetauscht. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon da Wahnsinn. Müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf. Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Das sollte ein Blindschloss rein. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann kann man wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Fassade. Erste Modellprojekte für vorbildliche Sanierung gibt es bereits. Ein Beispiel, der ehemalige Fliegerhorst in Bad Aibling. Aus einer Geisterstadt soll hier die Energiesparsiedlung der Zukunft entstehen. Die alten Kasernen werden aufwendig saniert. Dabei kommen konventionelle Wärmedämmverbundsysteme zum Einsatz, aber auch alternative Dämmmethoden. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Das Ziel? Eine Null-Energiesiedlung. Die Architektin Martina Klingele erklärt einer Interessentin die neuartige Holzfassade. Sie besteht aus Fertigelementen, die vor das alte Mauerwerk gesetzt werden. Die Fassade wirkt nicht nur wärmedämmend, sondern enthält sogar eine Wandheizung, die für ein behagliches Raumklima sorgt. Gespeist wird sie von Solarzellen auf dem Dach. Das Wärmedämmverbundsystem oder überhaupt die Fassadendämmung ist natürlich nur ein Baustein in dem Ganzen. Damit können Sie die Wärmeverluste reduzieren, die Transmissionswärmeverluste. Sie müssen aber darüber hinaus auch dafür sorgen, dass Sie eine effiziente Verteilung im Gebäude haben, eine effiziente Gebäudetechnik. Und Sie brauchen auch einen effizienten Energieerzeuger. Ein vielschichtiges Gesamtkonzept also, das nur durch gezielten Technikeinsatz gelingen kann. Alle Gebäude besitzen Lüftungsanlagen. Die Häuser sind thermisch so gut isoliert, dass der Luftaustausch künstlich hergestellt werden muss. Hausmeister Hans Wenig hat alle Hände voll zu tun, um den Betrieb der Anlagen zu überwachen. Regelmäßig wechselt er die Filter der Belüftung. Sie dürfen nicht verkeimen.
das Herz des Systems, die Wärmerückgewinnungsanlage im Keller. Sie sorgt dafür, dass verbrauchte warme Luft die von außen zugeführte Frischluft erwärmt. Denn wer in einem gut gedämmten Haus regelmäßig lüftet, um der Schimmelbildung vorzubeugen, verschwendet viel Heizenergie. Nur mit ständiger Kontrolle und Wartung kann das Null-Energie-Konzept aufgehen. Das gilt auch für die Technik zur Stromerzeugung. Ein Photovoltaikfeld mit 2000 Quadratmetern Kollektorfläche wird schon bald bis zu 2 Megawatt Leistung liefern. Gleich daneben eine Plantage aus Pappeln und Weiden. Im Betrieb ist eine ganz große Chance, Energie einzusparen. In der Zentrale der Heizungsanlage laufen über 2000 Messpunkte zusammen. Hier wird sich zeigen, welche Methoden der Dämmung und der Energieerzeugung am besten funktionieren. Sag mir nochmal die Zählernummer, die wir hatten. 58 0. Bei energetischen Sanierungen lassen sich Wärmedämmverbundsysteme häufig nicht umgehen. Anders bei Neubauten. Hier gibt es bereits nachhaltigere Lösungen wie wärmedämmende Ziegel. Daher wollen manche Architekten Polystyrolplatten bei Neubauten verbieten lassen. Ob alt oder Neubau, die Dämmung sollte dauerhaft sein. Denn Gebäude sind, ebenso wie Energie, eine wertvolle Ressource. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sparsam damit umgehen. Und sparsam gehen wir nur dann mit unseren Häusern um, wenn diese Häuser auch in den nächsten Generationen noch genutzt werden können, ohne dass wir sie dauernd komplett sanieren müssen oder gar abreißen müssen. Stunde der Verpackungskünstler. Ein warmes Kleid für 328 Häuser. Auf dieser Baustelle in Wiesbaden wird eine Rekordmenge an Dämmstoff verbraucht. 55.000 Quadratmeter Fassade werden vermummt. Eine Fläche so groß wie 8 Fußballfelder. Wiesbaden ist nur einer von tausenden ähnlichen Schauplätzen. Ein Land isoliert sich. Es ist eine Riesenverschwendung, wenn wir unsere Häuser nicht isolieren. Wärmedämmverbundsystem ist immer problembehaftet. Die nächsten Generationen werden damit umgehen müssen. Es ist eine Baustelle der Superlative. In Wiesbaden bauen die amerikanischen Streitkräfte ihr neues Europa-Hauptquartier. An der Kronprinzenstraße liebt er die Klinkerfassaden aus den 1920er Jahren. Auf der anderen Straßenseite genau die gleichen Gebäude, aber die Backsteine sind unter einer dicken Lage Wärmedämmung verschwunden. Immer mehr bauhistorisch wertvolle Fassaden werden auf diese Weise energetisch saniert. Je höher die Gas- und Ölpreise, desto dynamischer die Entwicklung. Auch Christoph Meckler ist dafür, Energie zu sparen. Doch historische Fassaden zu vermummen, hält er für kurzsichtig. Es gibt ja in Deutschland sehr viele große alte Städte aus dem 19. Jahrhundert, dem frühen 20. Jahrhundert, aber auch mittelalterliche Städte, die wir nicht einfach so einpacken können und vor allem nicht in dem Bewusstsein, dass wir in Zukunft ganz andere Möglichkeiten haben werden. Wir zerstören damit nachhaltig die Kultur
die Baukultur in Deutschland. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Ich glaube, kein Franzose und schon gar kein Italiener würde zu solchen Maßnahmen greifen. Und auch die Erfurter würden sich wehren, wollte man ihre historische Altstadt mit Dämmplatten versiegeln. Viele Menschen wollen dieses Kulturerbe schützen. Der Architekt André Spindler ist einer von ihnen. Für das prächtig sanierte Stadtzentrum muss er keinen Einheitslook fürchten. Hier greift der Denkmalschutz. Anders sieht es in manchen Vororten aus. Im Westen der Stadt hat André Spindler vor Jahren dieses Fachwerkhaus fotografiert. Nun steht er am selben Ort. Das historische Gebäude ist nicht mehr wiederzuerkennen. Der Architekt dokumentiert die Verschandelung unserer Heimat, wie er sie nennt. Die Baumeister dieses Bauernhauses würden sich im Grabe umdrehen. Es hat seinen Charme verloren. Man kann als Laie nicht mehr erkennen, dass es ein Fachwerkhaus ist. Jeder soll und möchte Energie einsparen, das ist richtig. Aber jeder hat mit seinem Haus auch einen Beitrag für die Kulturlandschaft zu leisten. Es ist schade, dass diese Kultur verpackt und verloren ist. Im Norden Erfurts steht eine alte Feuerwache. Was hier mit der Backsteinfassade aus der Gründerzeit geschehen ist, stimmt den Architekten tief traurig. Es wäre denkbar gewesen, die Fassade so zu erhalten und Dämmungen an den Stellen, an denen sie tatsächlich gebraucht werden, anzubringen. Zum Beispiel im Dach, an der Unterseite des Dachgeschosses oder auch eine Innendämmung, die diese verzierte Fassade erlebbar belässt. Auf eine Dachdämmung hat er aus Kostengründen verzichtet. Der Blower-Door-Test wird zeigen, an welchen Stellen noch warme Luft nach außen entweicht. Diese Erkenntnis lässt sich der Hauseigentümer rund 500 Euro kosten. Die Begehung beginnt im Keller. Ja, hier kann man jetzt auch sehen, die einfache Kellertür, wie undicht die ist. Hier können Sie jetzt wirklich ganz stark sehen, wie Sie die Wärme hier verlieren. Wie die Luft hier reingezogen wird durch den Unterdruck. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist schon da Wahnsinn. Müssen wir was machen. Da besteht Handlungsbedarf. Da sollte man dringend mal nachbessern. Die Kellertür, eine neuralgische Stelle. Doch auch das ungedämmte Dach sorgt beim Hausbesitzer für eine Überraschung. Dann schauen wir uns die Dachbodenluke an. Wir ziehen hier also Luft ins Gebäude rein mit dem Unterdruck. Und dann kann man wunderbar sehen, wie undicht die alte Bodentreppe ist. Eine ungedämmte Geschossdecke. Was macht das schon aus? Mit der Nebelmaschine macht Oliver Gebhardt den Energieverlust sichtbar. Durch die undichte Decke im Obergeschoss zieht der Rauch unters Dach. Genau das Gleiche geschieht an kühlen Tagen mit großen Mengen der Heizwärme im Haus. Sie steigt nach oben und entweicht in die Atmosphäre. Die Fassadendämmung ändert daran nichts. Berechnungen des Bundesbauministeriums zeigen, wo bei Gebäuden das meiste Einsparpotenzial besteht. Das Beispiel: eine unsanierte Doppelhaushälfte von 1972. Wo geht Energie verloren? Am meisten durch die Heizungsanlage, 24%. Die oberste Geschossdecke, 22%. Die Außenwände sorgen nur für 14% der Energieverluste. Kaum mehr als die Warmwasserbereitung oder die Fenster. Wenn ich nun sehe, dass diese Fassaden überhaupt nur 14-17% vielleicht an Energieverlusten für das Gesamtbauwerk ausmachen, dann muss ich einfach sagen, gehe ich mit der Fassade in der Sanierung vorsichtig um und nutze erstmal die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, um Energie einzusparen. Wir sollten dort etwas tun, wo wir wirklich schon hervorragende Ergebnisse haben. Und das liegt eben nicht in dem Bereich der Außenfassade. Erste Modellprojekte für vorbildliche Sanierung gibt es bereits. Ein Beispiel: der ehemalige Fliegerhorst in Bad Aibling.
Aus einer Geisterstadt soll hier die Energiesparsiedlung, denn Technik und Verpackung in Freising wird schon heute über diese Frage nachgedacht. Die Idee: Lässt sich Polystyrol, das meistverwendete Dämmmaterial, möglicherweise recyceln? Der Chemiker Andreas Meurer macht das Experiment. Ein echtes Polystyrol-Recycling gibt es bislang nicht. Das auf Erdölbasis hergestellte Material wird bestenfalls zu Granulat verarbeitet, als Grundstoff für Plastikblumentöpfe oder Kleiderbügel. Meurers Anlage zersetzt das Polystyrol in seine Bestandteile. Dabei kommt ein speziell entwickeltes Lösungsmittel zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine hochreine Polystyrollösung. Doch die Abfallwirtschaft ist nicht an dem Verfahren interessiert, klagt Andreas Meurer. Sie verdient gut am Sondermüll der Wärmedämmplatten. Erst zahlt der Kunde für den Baustoff, später für die Entsorgung. Und so wird weiter täglich Polystyrol verbrannt und ein kostbarer Rohstoff verschwendet. Man braucht ungefähr 5 Kilo Erdöl, um 1 Kilogramm Polystyrol herzustellen. Wenn wir das recyceln, dann können wir 90% dieser Energie erhalten. Und wenn wir es verbrennen, dann kriegen wir maximal 10% dieser Energie wieder zurück. Und da kommt noch der Putz oben drauf. Aber lässt sich auch typisches, verklebtes Wärmedämmverbundsystem recyceln? Meurers Kollege, der Laborant Martin Schlummer, will dies erstmals versuchen. Seine Probe ist typischer umweltschädlicher Baustellenabfall. Ein Stück Dämmung, fest verklebt mit dem Armierungsgewebe. Zusammen mit den aufgebrachten Algiziden und Fungiziden ist das Sondermüll. Die Entsorgung würde pro Tonne rund 150 Euro Gebühren kosten. Ein überraschendes Ergebnis. Die Bestandteile lassen sich erstaunlich sauber trennen. Das Kunststoffnetz löst sich problemlos vom Polystyrol. Die Fraunhofer Forscher sind sich sicher, das Verfahren ließe sich auch im großen Maßstab realisieren. Ab 1000 Tonnen jährlich wäre eine Recyclinganlage für Wärmedämmabfälle wirtschaftlich. Den Sondermüll trennen, statt ihn zu verbrennen. Ein guter Gedanke, aber er muss von Politik und Wirtschaft auch angenommen werden. In ein paar Jahren werden diese Abfälle dann massenweise anfallen. Und es